Du bist den Zuschauern eine Erklärung schuldig. Ja. Ich bin gestorben. Und zwar lag ich auf dem Boden und. Das interessiert keinen. Ich habe hier den Typen platt gehauen. Ja, du warst so dreist, bist hingegangen und hast einen Rundumschlag gemacht. Ja. Auf die Idee hätten wir schon mal eher kommen können, aber ja. Es hat funktioniert und der Typ ist platt. Geilo. So, jetzt müssen nur noch die vier Sandtypis hier. Ja, das wird ja kein Problem. Das sind fünf irgendwie. Wir sind zu dritt. Hm. Jetzt können sind sie auf vier. Okay, können wir uns heilen? Und wenn ja, kannst du dann dich als erstes heilen, damit du hier nicht. Nächste Runde. Jetzt sind es noch drei. Mein okay, Gott. Ja, mach mich weiter so, kein Problem. Oh. Kannst du denn deinen Typi wiederbeleben? Nee, kannst du alles nicht, oder? Nee. Kostet 6 Punkte. Ich habe, hätte nächste Runde die Punkte dafür. Ich glaube, es lohnt sich gerade nicht. Hallo? Wieso geht das nicht? Zieht es blockiert? Zieht es blockiert? Da steht ein Schirm im Weg. Ja, genau, der Schirm. Was meinst du, es macht keinen Sinn, den wieder zu beleben? Er würde wahrscheinlich sofort versterben. Mit 20% seiner Lebenskraft. Mhm. Das heißt, er hat unter 100 HP. Und der Magier gerade 90 Schaden gemacht und der Bogenschütze 111. Also. Ich glaube, es wäre Verschwendung. So, mein Freund. Alter, was ist das für ein Typi da? Der ist ja auch noch nicht. Oh Gott, wir werden alle draufgehen. Ich glaube, ich muss Mr. Fierce heilen, ne? Ich habe noch 186, ja. Ja, dann heile ich dich und geh weg. Sobald ich komme. In großen Schritten. Okay, ja, gut, ich werde angehittet. Ja, ist ja nichts passiert. Ja, sauber. So, und jetzt den hier noch. Schade. Ich kann leider nicht nochmal. Okay. Okay. Oh, oh Gott sei Dank. Ich bin betäubt. Das kann doch nicht dein Scheiß Ernst sein. Aber noch eine Runde nur. Ja, aber trotzdem. Jetzt kann ich ihn hier wiederbeleben. Und dann kann er echt nächste Runde nochmal heilen, dann geht das. Vielleicht. Oh, er kann gar nichts, weil. Wieso kann er nichts? Ja, das frage ich mich schon seit Anbeginn des LPs. Sollte er einen Feuerball vor die Nase hauen? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Sag mal so, wir müssen jetzt ja kein Risiko mehr eingehen. Huch! Das war einfach. Das ist so typisch. Und als erstes, was du machst, ist looten. Unglaublich. Ja, natürlich. Nichts verkommen lassen hier. Und das zweite, was ich mache, ist heilen. Ah, okay. Man kann es durch den Nebel legen. So. Ich guck mal eben, ob ich irgendwas aufgenommen habe. Nee, du hast es aufgenommen, natürlich, ist ja klar. Was denn? Was denn? Was brauchst du? Ja, du hast irgendwas aufgenommen, was unidentifiziert ist. Ja, einiges. Das da. Ja, dann sieh zu, wie du das identifizieren kannst. Komm, das Wagenrad kannst du auch haben. Verschlissene Schärpe des Dietrichs. Mhm. Klingt gut. Willst du die haben? Warte mal, die gebe ich dir mal wieder zurück. Und hier den feine hölzerne Luftzauberstab der Verunstaltung. Ja, das klingt auch. Wer ist mit deins? Danke, danke. Mhm. Wir müssen jetzt hier irgendwie.
Wir sind hier an dem richtigen Punkt. Ja, und irgendwo muss hier ein geheimes Versteck sein. Ich glaube, es ist diese Bank. Schade. Ja gut, doch nicht. Ich glaube, es ist diese Kiste. Diese Truhe. Hast du schon alles gelootet? Okay. Ja. Vielleicht ist auch dieses Schiffswrack, wo wir nicht hinkommen. Nee, das ist nicht. Rechts bist du schon überall gewesen wahrscheinlich, ne? Nein, nicht überall. Eva Marias geheimes Versteck. Ja gut, das ist halt sehr geheim. Und wir sind halt zu nubige Rollenspieler, um das zu finden. Und weiter oberhalb kann es aber auch nicht sein, ne? Also. Ach, würd's versuchen. Ich würde es drauf ankommen lassen und hier mal lang gehen, da liegt auch noch eine Leiche rum. Magst du vielleicht einen Moment warten? Oh ja, ja. Ein toter Mann. Einzige Perle. Was? Ein Seestern? Nee. Und warte, hier ist eine Krabbe. War doch gerade eine Krabbe. Ja, sie läuft gerade wieder Richtung Wasser. Sie heißt Schere. Hier bei mir ist er. Piep, piep. Faszinierend, was? Ein Körper, der an einem verlassenen Strand angespült wird. Wer war er? Was ist ihm zugestoßen? War er ein Freund oder Feind? Euch gegen 1000 Fragen durch den Kopf. Ihr habt Glück, denn ich erfasse, kapiert, die Situation sehr gut, haha. We'll grant you a wish, they said. I want to swim like a fish, he said. Ta-da! You can now breathe underwater, they said. So down, down, down he dived. I guess the wish was a bust. His name I do not know, but I can tell you he was a very experienced pearl diver. But a few pearls a day wasn't enough. He wanted to be rich, better than the other divers in Sisiel. I know that for sure. Yesterday I was enjoying the mid-afternoon sun when I heard a strange gurgling. I looked toward shore, and there it was! The body of the pearl diver! Oh, not so much. They've been here longer than I have by far. And if I listen closely, I can hear them talking to people sometimes. I wish I could get them to talk to me. My friends, if I had more of them, would call me Pincer. A pity there aren't more pals around, for mine is an upbeat, energetic, and optimistic character. If you ever feel like conversing over sunset or sunrise, you can find me here on this very beach, my home. Nothing old Pince loves more than sharing stories, anecdotes, ideas, and opinions. Leaving already? But I know plenty more, just ask. Come back! Oh, well, it was great meeting ya. Don't be a stranger, you're my best friend. Ich hör's okay. Tagebuch aktualisiert. Ich glaube, das geht jetzt um den ersten. Die sprechende Statue, genau. Am Tag 1 haben wir doch diesen Toten gesehen, der da fliegen wollte, ne? Genau. Und ich sehe, du hast Redebedarf. Can you imagine risking life and limb for mere riches?
What a fool. Why court death for mere pearls? He took a risk, yes, but what if it had worked? He'd be the richest man in Sicile. Ja, bla bla. Ich bin kühn, du bist vorsichtig. Naja. Ja. So ist ja auch unsere Spielweise bis jetzt. Also passt das ganz gut. Hier oben gibt's so ein, So was ganz komisches ist hier oben. Ja, das ist ganz komisch. Angucken. Hier ist noch eine Maus. Ja, warte mal, ich habe mal ganz kurze Idee. Mit der Maus reden, ne? Nee. Ja, vielleicht auch eine gute Idee. Wo ist das Spiel jetzt hin? Ach, da hinten. Die nicht so schnell werden, ne? Eine dieser verrückten Statuen sagte, ich könnte meine Zukunft sehen, aber ich würde nie überwucherten Kieselsteinen glauben. Mhm. Welche Statuen denn? Siehst du hier irgendwelche Statuen? Ja. Meint ihr diese großen, drei großen Dinger? Diese Wächterstatuen? Vier großen vielleicht? Dinger, ja. Und ja, überwuchert? Rennst einfach rein, dann renn rein halt, meine Güte. Ja, hier ist so nix. Ist da Erfahrung? Ja, die habe ich auch bekommen, als du da reingerannt bist. Überwuchert ist für mich ja grün, ne? Also es ist bestimmt hier die grüne. Braves Knight, a source unto me. Tell me verily, would thee likest to know us what the future holdeth but I? Oh, und sie kann reden. Mhm. Wieso kann ich denn nicht zuhören? Was ist das? Muss auf mich draufklicken. Ja, habe ich. Wir stießen auf vier entsprechende Statuen auf einer Klippe, von denen jede behauptete magische Kräfte zu haben. Ich will jetzt zuhören. Oh. Hier passiert was. Könnten wir das mit dem Zuhören nochmal klären vorher? Ja, ich habe gerade ein Video. Hm. Ganz, ganz merkwürdig. Red du mal mit der Statue. Vielleicht. Ah, ich habe gerade den Abspann bekommen. Das ist ja lustig. Okay. Den Abspann? Ja, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt. Danke fürs Zuschauen. Nein. Ja, rede mal mit der Statue und guck, was passiert. Hm. Hab keine Angst. Alles ist gut. Perhaps a wise move, mein merry hill. No, I am stuck at false life. Ah, the mightily shouldeth. Du bist bereit. Der ist mich auch mal abspannen. Mhm. Ganz toll, ne? Ja, und jetzt? Escape. Ist doch ganz lustig. Naja. Okay, ich stehe jetzt auch hier, wo sie seine Truhe sein sollte. Aber irgendwie. Schatzkarte Nummer 4. Ne, Quatsch, Nummer 6. Tja, sehe ich nicht. Also, warte mal, wir haben jetzt einen, der. Warte mal, wir hatten ja einen Toten, der ist durch die Luft geflogen und hat gedacht, er könnte fliegen. Ja, red mal hier mit der Blauen. Und einen Toten, der dachte, er könnte... Also die hat uns jetzt die Flugfähigkeit verliehen. Bitte was? Sie hat uns jetzt ja die Flugfähigkeit verliehen. Angeblich. Ja, genau.
Also ich wollte gerade sagen, wir haben eine Leiche, die ist geflogen, eine Leiche, die ist ertrunken. Das heißt, es müsste noch eine Leiche für grün und eine für rot sein. Nee, die mit dem Brennen haben wir hier. Ja, welche Leiche? Red mal mit der roten. Ich kann dir ja zuhören, wenn es bei mir nicht klappt, dann musst du halt reden. Kannst du mir zuhören? Ja, alles gut. Oh, I like to keep my visitors on their toes, indeed. What in your case, most blessed spirit, never a fib passes these lips. Cleanse yourself with fire and you won't regret it. You are a curse. We four powerful beings all have been trapped here to seal the entrance of yonder cave. Until all of us are freed by our favored element, the cave remains impenetrable. And what lies within remains trapped. What talking is hardly the end of it. I also grant great fortune to those bold enough to address me. For you, I foresee great fame and renown. But first, you must prove your worthiness, your spiritual valor, by freeing yourself of all your worldly possessions. But blah, 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 blah. And don't forget. To find the. Aber wir haben trotzdem nur. Oder hat die grüne Leiche auch. Haben wir auch eine grüne Leiche gefunden? Glaube nicht, ne? Nein. Dann hoch. Dann müssen wir wohl mal weitersuchen. Was machst du jetzt dahinter? Da ist eine Truhe. Okay, na, dann machst du das schon. Ja, muss ich eben knacken. Oh, kann man nicht. Und noch. Was meinst du, hier soll eine Truhe sein, aber hier ist keine? Ja, laut Karte. Wir haben noch die Schatzkarten gefunden oder gekauft. Und laut der Schatzkarte ist hier eine Truhe. Wahrscheinlich sind wir zu blind, um sie zu entdecken. Hm. Wahrnehmung plus 2. Ich habe hier Wahrnehmung 7 und Wahrnehmung 5. Und Wahrnehmung 8. Mhm. Tja, aber trotzdem ist hier nichts, ne? Nee. Naja. Ist hier nix. Ich hab sowas, das heißt Truane. Hast du das vielleicht auch schon mal aufgesammelt? Nee. Wie so eine Pflanze. Und wenn ich die nehme, habe ich eine Wahrnehmung plus 2. Hat jetzt auch nicht geholfen, ne? Also ich habe zumindest hier nichts gesehen, ne. Das ist ein bisschen die Frage, ob das hilft beim, beim Versteck finden halt. Warte mal. Achso, Wahrnehmung können wir eh nicht mehr verbessern. Vielleicht können wir mit unseren Punkten irgendwas noch machen. Also gut, dann müssen wir doch Eva Marias Versteck finden. Das kann ja nicht sein. Ja.
Wir standen ja im Prinzip davor. Aber irgendwie... Irgendwie ist es hier nicht. Haben wir irgendwas übersehen? Wahrscheinlich. Ich esse jetzt hier einfach nochmal so eine Drohne, weil wir eben Wahrnehmung 6, Wahrnehmung 5. Was für eine Wahrnehmung hast du so? 5 und 7. 5 und 7, pass auf, dann gebe ich dir mal. Wer hat denn die 7? Der Jahan. Dann gebe ich dir mal diese Drohne, dann bist du nämlich bei 9, wenn du die jetzt verzehrst. Vielleicht siehst du ja anders. Man muss ja mal beeilen, weil. Nee. War nix. Was steht denn im Questlog dazu? Muss doch irgendwas hier drin stehen, ne? Rät ja schon. Der Weg zu dem Versteck wurde bewacht und wir mussten gegen den Seemann kämpfen. Ja, mal gemacht. Liegt hier irgendwo noch tot in der Ecke. Da oben in dem Lager hatten wir ja auch. Und auch das führt nur da oben zu dem Ding. Also ich sag mal so, das Versteck von Eva Maria ist ja geheim, aber es ist wirklich richtig geheim. Also eigentlich ist es jetzt genau hier, wo ich stehe, laut Karte. Na, es ist ein bisschen, also bei mir nicht ganz genau da, sondern halt auf dem Hügel drauf, also oben drauf halt. Ja, oben drauf kommen wir ja gar nicht, oder? Oh, vielleicht von der anderen Seite hier irgendwo? Warte, da ist ja auch noch so ein Pfad. Aber den kann man nicht folgen mit der Karte. Jetzt mal die Karte, also ich drehe jetzt mal die Ansicht, aber... Man kommt da irgendwie nicht drauf, das ist ja verrückt, aber man muss doch da drauf kommen. Ein Sandhügel, den man irgendwie ausgraben muss, ist jetzt auch nicht, ne? Nicht gesehen zumindest. Und wer ist jetzt dieses Schiffswrack? Aber wie kommen wir denn da hin? Ach, warte mal, ich habe eine Idee. Oh, das hat was mit den Hebeln zu tun, die wir irgendwie vergessen haben. Kannst du mir mal deine Pyramide geben, kurz? Pyramide, Moment. Ja. Okay. Willst du jetzt werfen? Mal versuchen. Ich sehe sie nie wieder. Tschüss, Pyramide. Man kann sie hin teleportieren. Aber nee, da kann ich es auch nicht hinwerfen, ist zu weit weg. Okay. Das ist so verrückt. Also. Er hat ja gesagt, quasi irgendwie der bewacht den Eingang, ne? So. Das hat er gesagt. Hier ist kein Eingang. Hier ist auch kein Hebel und hier ist nichts eigentlich. Außer das Lagerfeuer.
Oh, I could do with a cold drink. Ja, Vorschläge? Gute Frage. Nochmal den Questlog gründlich durchlesen und die Items, die wir im Inventar haben, durchlesen. Ja. Also Tagebücher, die wir gefunden haben. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.